Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Coral Island. Ja, wir haben eine Blume in der Hand. Ich weiß nicht warum, aber wir haben eine Blume in der Hand. Hi Harley. Hi Snuggles. Und hi Hoppel. So, da sind wir wieder. Es ist Frühling. Es ist noch knapp Frühling und wir haben tatsächlich noch ein bisschen zu tun. Ja, das kommt nicht so schockierend, überraschend, dass wir zu tun haben, aber ihr wisst, was ich meine mit zu tun. Ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge irgendetwas gesagt habe, was ich heute noch machen muss, weil ich nicht mehr weiß, was ich machen muss. Die da müssen wir noch verpampelmusisieren. So. Wir gucken trotzdem erstmal, was hier noch so abgeht, ne? So, die Karotten sind nicht fertig. Die sind noch. Okay, cool. Ja, war ein kurzes Gucken, was abgeht. Sehr schön. Ja, das ist, wie gesagt, ist egal, was sie für eine Qualität haben, da wir ja den Qualitätsumchanger haben. Schöner Name. Qualitätsumchanger. Finde ich gut. So. Ich schmeiß schnell die Tiere raus, dann können sie draußen essen. Sind sie gleich viel glücklicher? Wir brauchen glückliche Tiere. Ansonsten muss ich mich selbst erstmal orientieren. Ah ja, stimmt. Ja, wir hatten. Ja. Ja. Ich hoffe, das muss nicht alles derselbe Weizenqualität sein. Das wäre dann ein bisschen so. Das haben wir, glaube ich, gemacht, ne? Und da sind wir, glaube ich, auch derzeit komplett dabei. So, wir haben noch große Erinnerungen. Wir haben noch die Feldfrüchte. Wir müssen noch 1000 Feldfrüchte liefern. Das ist viel. Zwei haben wir von denen. Das haben wir fertig. Das haben, ja, die haben wir. Den packe ich erstmal mit rein, weil das mit drin ist. So, die hier brauchten wir, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Passt genau. Dann kann ich auch gleich. Zack. Das können wir einfach gleich mal hinbringen, dann ist das nämlich erledigt. Dann ist das erledigt. Dann haben wir das nämlich erledigt. Weil dann ist das erledigt. Weißt du? Erledigt. So. So, für dich. So. Theoretisch nur noch den Hamsterring. Dafür gucken wir mal. Arbeite ich dran? Glaube ich. Arbeite ich dran? Glaube ich. Ja, arbeite ich dran. So. Dann haben wir das schon mal. Das ist gut. So. Ja, die Dinger lasse ich erstmal. Die möchte ich ihr noch nicht geben. Weil ich damit eigentlich eher die Dinos dann machen möchte. Ich denke mal, wir werden jetzt erstmal gleich unsere Runde drehen, ob wir so eine Dinger irgendwo finden. Ihr wisst, was ich meine. So eine. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt mehr heißt. Mangostar? Ich glaube, Mangostar hieß die, ne? Vielleicht liegt hier auch einfach nichts. Okay, den Pilz. Oh, da oben! Oh. Was ist denn hier los? Zwei geil. Ist ein Kinder. Sehr geil! Sehr gut. Das ist sehr gut. Zwar sehr, just, ja, gut, nice. Ich weiß nicht, wie viele wir noch brauchen, aber dadurch, dass wir zwei gefunden haben, ist das schon mal sehr gut. Würde ich behaupten. In meinen Jugendlichen la hier la 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 Leichtsinn. Mal sehen, wir haben jetzt hier eins, zwei, drei. Eine ist, glaube ich, in dem Ding. Oh, ich glaube, wir müssten. Oh. Bitte noch doppelt. Naja, gut, danke. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ich glaube, wir haben es geschafft. Also maximal werden da nur noch eine. Und eine werden wir ja wohl innerhalb von 4 Tagen nochmal finden, oder? Da würde ich mich nämlich jetzt gar nicht mehr so viel hin und her bewegen und suchen. Sondern ich würde mich darauf verlassen, dass wir eine definitiv noch finden. Ist vielleicht mutig. Aber
ich bin nun mal ein mutiger Dude. Deswegen gibt es auch so viele Horror-Let's Plays auf meinem Spiel. Gut, das hat aber nichts mit Mut zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich gar keine Lust drauf habe. Vielleicht finden wir noch durch Zufall eine. Und dadurch, dass wir jetzt drei gefunden haben, ich zähle gleich einfach mal nach. Ich glaube aber, das wird kein Problem mehr sein. Ich brauche mir, glaube ich, keine Gedanken mehr machen. Dadurch, dass wir ja diesen Qualitätsumchanger haben und wir sie jetzt definitiv immer auf Osmium-Qualität machen können, gehe ich davon aus, dass das nicht mehr so tragisch sein wird tatsächlich. So, ich würde gerne mal ganz kurz gucken, was habe ich hier drinne? Okay, wir haben zwei. Ich packe die mal ganz kurz beiseite runter. Zwei. Und von denen haben wir fünf. Ja, guck mal hier, dafür brauchen wir auch acht. Oh, guck mal, wir haben noch Verzauberungsslots. Naja, gut, brauchen wir eh nicht. Davon haben wir auch. Können wir jetzt da noch eine von machen. Habe ich eine im Dingens? Gesalzenes Straußenei. Ja, das muss jetzt nochmal wieder in ein Fass, damit es ein... Boah, ich muss... Ja, wir... Boah, ich muss erstmal sehen, wo wir ein Fass herbekommen. Haha. Das gesalzene Straußenei muss jetzt in ein Fass altern und dann haben wir das. Ich glaube, da wären die Fässer am besten für geeignet, ne? Weil gereifter Kaffee. Ich nehme den Kaffee mal ganz kurz raus. Hab ich die mal rausgenommen? Hm? Ich bin verwirrt. Habe ich die mal rausgenommen? Die Baumwolltücher. Ich weiß, wir brauchen sie, aber wo sind sie? Hä? Habe ich die nicht gerade raus? Ich bin... Was? Das ist weg. Bin ich gerade irgendwie verpeilt? Ich hänge gerade irgendwie so ein bisschen im Gedanken fest, so irgendwie, wo meine Baumwolltücher sind. Aber ich hatte doch Sophie. Wo sind? Habe ich die für irgendwas verbraucht? Werde ich ja nicht verkauft haben. Ich kaufe mir alles ab, dass ich sowas verkaufe, aber... Ich wüsste nicht, warum sie hier oben drin liegen sollten, aber ich gucke einfach mal... Wo sind denn meine Baumwolltücher? Die habe ich nie... Die habe ich immer gesagt, die wollte ich nie rausnehmen. Habe ich die... Wo, aber... Okay, ihr werdet mir das bestimmt sagen, wo das ist. Ihr habt ja bestimmt aufgepasst. Ich scheinbar jetzt nicht gerade eben. Habe ich die für irgendetwas verbraucht? Ich wüsste aber nicht für was. Ich bin gerade echt verwirrt, wo meine Baumwolltücher sind. Ich meine, die arbeiten, ne? Drei Harz brauchen wir. Sehr schön. Sauber. Dann können wir gleich ein paar Fässer aufstellen. Können wir mal ein bisschen hier dran arbeiten. Ach, weißt du was, hier drüben. Zack. Okay.
Nichtsdestotrotz bin ich verwirrt, aber ist jetzt erstmal, lassen wir jetzt erstmal so dahingestellt. Lassen wir jetzt erstmal einfach so dahingestellt. So, die wird dann zu Gold. 2, 3, 4. 4, eine müsste da drin. Ich glaube, uns fehlt wirklich nur noch eine. Ich sag, wir gehen jeden Tag da mal hingucken, sammeln das und dann ist gut. Geh mich. Sag mal, die Süßkartoffeln, lassen sie sich hier überhaupt in irgendetwas verwandeln? Ehrlich gesagt, die fahren da jetzt die ganze Zeit so hin und her, aber ich weiß gar nicht, ob die sich in irgendetwas verwandeln lassen. Ich glaube, das wird das Kimmich, oder? Ich weiß es wirklich nicht. Naja. Nee, das ist Gurke. Nichts Falsches verkauft? Ich muss immer gucken. Okay. Nichts Falsches verkauft. Okay. Zehn brauchten wir hiervon. Wir haben jetzt... warte... Ich muss richtig nachdenken in letzter Zeit bei dem Spiel hier. So, ein Solarfeld noch. Dann haben, können wir wieder was Neues machen. Wir könnten natürlich hier unten jetzt einen wegnehmen. Will ich aber... will ich eigentlich gar nicht. Jetzt gar nicht meine Intention, da unten doch was wegzunehmen. Ich war am Überlegen, ob wir das schnell mal machen, aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, das Weizenmehl. Die Dinger. Das brauchen wir für etwas. Steine sowieso, Müll... glaube ich, brauchen wir für nichts. Da können wir mal hingucken zu der Recycling-Veranstaltung da. Wir nehmen mal hier so ein bisschen Müll vor allem mit. Da möchte ich mal hingucken, weil das haben wir noch gar nicht gemacht. Das haben wir jetzt ja tatsächlich noch gar nicht gemacht, bei der Recyclingstation mal angehalten. Weil wir immer irgendetwas anderes die ganze Zeit im Kopf haben. Aber bei der Recyclingstation, wo wir Sachen bekommen, haben wir jetzt noch gar nicht geguckt, was wir da für Sachen bekommen. So, ich müsste hier sein, ne? Da haben wir uns noch gar nicht mit beschäftigt. Interagieren. Bitte. Bitte. So, viermal ziehen. Ja, dann lass uns ziehen. Fliegt Müll. Zum Fortfahren irgendwo hin. Kugelfischfenster. Also klasse. Kugelfisch, Meeresölmine. Kriegen wir auch Sachen, die nicht vom Kugelfisch sind, bitte? Kugelfisch, Ventile. Was soll ich mit dem Scheiß? Kugelfisch, Topf, Innenbereich. Kriege ich nur Sachen vom Kugelfisch? Ich meine, ja, ich will meinen ganzen Müll los. Aber ich habe dadurch anderen Müll bekommen. Okay, das wirkt so, als wenn wir das nicht bräuchten. So, mich interessiert immer noch das hier. Da war mal... Ist das noch so mit Sprengen und dahinter verbirgt sich etwas, wofür wir einen Schlüssel brauchten? Oder
ist das nicht mehr. Okay, wir haben Dekoartikel von Kugelfisch. Ach, das ist für Unterwasser. Damit kann ich mein Unterwasser zu Hause machen. Ich soll mein Unterwasser mit Kugel... Was ist das denn für eine Okay. Okay, cool. Naja, gut, weiß ich nicht, ob cool, aber... Ja, okay. Wir müssen sowieso mal unter Wasser, weil wir ja nochmal gießen müssen. Weil die sind fertig, oder? Nee. Der ist fertig. Da ist was fertig. Oh, die kommen wieder. Okay. Xora kommt wieder. Xora. Okay, wir müssen gucken, woraus wir Xora machen. Das kommt wieder. Xora. Xora ist... Taro und die Auster. Okay, aber das kommt wieder. Die kommen, glaube ich, nicht wieder. Also, bitte. Da hast du. So, und jetzt können wir unser schönes Zuhause hier unten mit so etwas vermüllen, oder? Oder was? Na, ist ja... Wunderschön. Wow, ich bin... Wow. Hui. Deco mio, ist das... Schön. Klasse. Naja. Okay. Wir könnten rein theoretisch hier mal ein bisschen sauber machen. Weil wir das noch gar nicht gemacht haben und uns hier eigentlich auch noch gar nicht drum gekümmert haben wieder. Oh Gott, ist hier alles voller Müll. Ich meine, wir brauchen nicht so viel Platz. Weil wir erstmal tatsächlich gucken müssen. Dass wir... die Sprinkler bekommen. Da werden wir uns morgen auch mal drum kümmern. Dass wir die Sprinkler bekommen, dass wir uns denn hier erweitern können. Und dann können wir auch viel besser an den 1000 Feldfrüchten arbeiten. Wir können jetzt ja auch Saaten kaufen. Da müssen wir auch erstmal gucken, wie viel wir kaufen können. Und wir brauchen ganz dringend eine Kiste hier unten. Weil ich glaube, ich habe jetzt derzeit kein Holz dabei. Aber wir brauchen denn diese Unterwasserdinger, müssten wir mal Kiste machen. Oder ein Silo oder sowas wäre auch schön. Wenn es sowas gibt. Das ist ja nur eine Verkaufsbox. Wir brauchen eine Kiste hier unten. Ich kann aber, glaube ich, jetzt keine machen. Ne? Vielleicht keine Schrottkiste machen. Ich kann so eine Kiste machen. Toll. Oder habe ich von hier unten auch... Ach, ich habe von hier unten auch Zugriff auf mein Holz. Naja, dann ist ja gut. Ich habe von hier unten auch. Das ist gut. So, wie am Anfang erstmal irgendwo hinklopsen. Da kann nämlich sowas hier rein. Sowas, was wir nur für Unterwasserdinger brauchen. Wie gesagt, die Truhen werde ich jetzt alle verkaufen. Die kann weg, die kann weg. Die behalten wir, die kann weg. So. Ja, dieser, das Zeug kann denn hier... Ich pack's einfach erstmal rein. Lasst es mich einfach erstmal reinpacken. So. Wir haben noch nicht ein einziges Mal da unten im Haus geschlafen, ne? Noch nicht einmal. Weil wir Landmenschen sind. Das brauchen wir ja eigentlich eher da unten. Würde ich behaupten. So, die Fossile können wir auch verkaufen, weil im Endeffekt ich glaube nicht, dass wir da Fossilabdrücke draus kriegen, tatsächlich. Das glaube ich, ich glaube es nicht. Ich weiß nicht, wie schnell der Transmutifikator ist. Schon fertig, okay, gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. So, jetzt müssten wir 3 von denen haben. Die sind morgen dann auf Osmium-Qualität. Also 3. Dann haben wir 2 in dem, in der,
in der Verarbeitung. Dann sind wir bei 5. Von 5 Verarbeitung auf 3 hier. Dann haben wir 8 fertig. Nice. Sehr geil. Sehr, 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 sehr gut. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Ja. Geil. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Ich habe da draußen zu hupen. Mensch, was ist los? Hey, mit dir konnte ich kurz... Oh, man kann wieder mit dem mit Flower reden. Schön. Das ging ja eine Zeit lang nicht. Lass mich nochmal kurz hier reingucken, bevor wir Feierabend machen. Ach Gott. Ich wollte eigentlich nur kurz gucken, aber okay. Ist in Ordnung. Oh, wir haben Basilikum. Für das Kräutertempeh. Wo ist mein Tempeh? Soja, ja, habe ich. Aber habe ich Soja nicht schon hier rein? Okay, vielleicht ist es in der Kiste. Ich glaube, ich habe es ganz links reingemacht, oder? Ich glaube, ich habe es da reingemacht. Ja, da ist es. Oh Gott, ich hatte kurz Angst. Okay, wir haben Basilikum, Kräutertempeh, Salz. Und dann wird daraus wohl das Kräutertempeh. Jetzt ist natürlich die Frage. In was? In was machen wir das genau? Also ich würde... Also wenn ich jetzt hier das Tempeh nehme, habe ich hier Tempeh? Ich hatte, glaube ich, hier irgendetwas mit Tempeh, ne? Brattempeh. Okay, das wird mit beliebiges Öl. Okay, wir haben aber jetzt Kräutertempeh. Also möchten... Ich würde das mit einem Gewürzset machen, oder? Oder? Meint, muss man das... Wisst ihr was? Was soll der Geiz? Wir probieren das mal aus. Wir müssen nicht immer alles im Internet herausfinden. Wir probieren einfach mal aus. Ich bin überfordert. Das geht schnell. Dann nicht geklappt. Okay. Wir können so ja immer wieder anbauen. Okay, also nicht im Kräuterset. Okay, wir... In der Bratpfanne? Muss das auch angebraten werden? Vielleicht. Ich weiß es nicht, wie man sowas... Was. Wir kriegen alle Zutaten relativ easy zusammen. Deswegen, ich möchte das selber ausprobieren. Zumindest ein, zweimal. Habe ich denn irgendetwas vergessen? Also ich habe mir nur aufgeschrieben, Salz, Basilikum, Tempeh. Gourmet-Salz, Basilikum, Tempeh. Das lief auch nicht so gut. Okay, gehen wir einfach wieder weg. Mann, das hat nicht so hingehauen. Das fehlt mir schlecht. Vielleicht fehlt doch noch was, ich weiß es nicht. Verdammt. Ja. Mann, ja. Hauptsache, da steht schon 4-mal gekocht, dass das schon die ganze Zeit passiert ist. Okay, wir gehen ins Bett. Wir haben es versucht. Wir müssen Soja nochmal so anbauen, dass wir... Oh, Freizeitzentrum, noch ein Tag. Wir müssen Soja nochmal so anbauen, dass wir... Snuggles mag mich mehr. Das ist schön. Wenn mich die Katze mehr mag, dann ist alles gut. Hey, wer ist denn das hier? Vielleicht fehlt dir noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir heute viel erreicht. Wir haben zumindest diese Fruchtdinger da fertig. Da bin ich schon sehr froh drüber. Und dann verabschiede ich mich jetzt und hab Husten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Bis morgen. Tschüss.